Länger reicht das ungefähr. Wir bauen sowieso mehrere Häuser, würde ich sagen, ne? Beziehungsweise, das sieht doch schon auf jeden Fall krass aus, wenn wir ein Haus im Wasser haben. Ist auch mega kompliziert zu bauen. Weil wir jetzt Schicht für Schicht das Wasser abtragen müssen. Mit der Erde. Ja, reicht so, oder? Überleg mal, ich bin ja schon wieder fast hier an Land. Ich komme dir jetzt Siehst du? entgegen. Oh, ups. Ja, das reicht. Dicke. Und Ja, jetzt jetzt müssen wir es ausfüllen erstmal, oder was? mit Erde ausfüllen, genau. Mit Und dann die Erde Steinen wieder erstmal das wegmachen. Fundament, Nee, oder? nicht mit Steinen. Erst mit Erde? Ja, das Wasser wegkriegen oder nicht? Ich weiß ja nicht, was du, wie du das vorhast. Ich dachte, wir machen das Fundament aus Steinen. Ja, aber dann schwebt das im Wasser. Ich wollte, wir gehen mit dem Fundament bis nach ganz unten. Ja, ich wollte ja auch bis nach ganz unten, bis zum Meeresgrund quasi. Genau, und dann eventuell sogar noch tiefer abgraben, damit wir unten noch einen Keller reinbauen Ja, können und so ein aber Scheiß. der Keller kann ja auch quasi unter uns sein, ne? Quasi müssen. Ja, das meine ich ja, genau. Aber ich wollte halt gerne. Also, das Ding ist, wenn du das Wasser wegkriegen willst, musst du jetzt halt die oberste Schicht hier mit Erde voll machen. Und dann die Erde wieder raus. Guck mal, jetzt, wenn ich hier die Erde rausnehme. Siehst du das? Wenn ich jetzt hier die Erde wegnehme, dann ist da kein Wasser mehr. Weil das eingegrenzt Ja, ist okay, jetzt. verstehe ich. Gut, erstmal massig Erde holen jetzt, ne? Ja, also man kann auch schon mit kleinen Erde anfangen, aber man braucht halt immer mehr am Ende, weil man. Oh, komme ich jetzt wieder hier raus? Natürlich nicht, ne? Scheiße. Ja, doch, so geht's. Wo ist denn unsere Erde Miedel gewesen hier? Hier unten. Na. Ja. Brauchen wir eine Schaufel, ist eigentlich am besten dafür, oder? Eine Schaufel ist für Erde am besten. Müssen schon eine Steine machen. Oh, na, ist mir wieder ins Wasser gefallen. Ja, mal gucken, wie lange das dauert. Ist halt jetzt so ein Megaprojekt direkt am Anfang, ne? Ja und? Ich brauche was zu essen. Aber dann schon direkt richtig von Anfang an, oder? Ja, klar. Wir haben ja hier eine provisorische Behausung erstmal. Das war halt mein Sinn am Anfang. Meine Idee, dass wir erstmal nur provisorisch was bauen. Ich habe keine Diagnostics. Ach krass, wir haben schon Diamanten und Ja, die habe ich Smaragde. eben gefunden. Ja, krass, cool. Hast du Schaufel gemacht? Mit Aber keine Eisen. Eisenschaufel, ne? Einfach nur mit Steinen. Eisenschaufel, okay. Nee, keine Meine ich doch, Eisenschaufel. Steinschaufel. Ja, weil Eisen ist zu wertvoll, um damit, wie heißt das, Schaufeln zu machen. So. Ich habe eine Axt hier drin. Egal. Krass, geht das damit schnell. Der Schaufel, ja, ne? Muss einfach nochmal drauf drücken, dann ist das weg. Wo bist du denn? Ah, hier drin. Okay. Hast du mir auch eine gemacht oder hast du nur Ich habe eine gemacht? zwei. Kannst du mir eine geben? Danke. Ich habe sie selber wieder aufgesammelt. Ah, ja, hier liegt die noch. Schon gut. Hier ist auch noch Wasser irgendwie. Und noch Eisen, ne? Brauche ich direkt mal ab.
Das ist ein unterirdischer See wieder. Mhm. Kohle. Ja, man sieht wieder fast gar nicht. So, Kohle nehme ich auch direkt mit. Oh, meine Schaufel ist kaputt schon. Meine lebt noch. Man kann auch zwei Schaufeln auf einmal irgendwo rein tun, auf diese Werkbank tun, dann haben die mehr Haltbarkeit. Hab ich gerade gelesen. Ja, ich weiß aber nicht, ob das im Offiziellen geht. Man muss immer probieren. Du stehst in der Daisy, in der Minecraft-Wiki. Also ich weiß nur, wenn du das Material für 2 auf 1 legst, dann kriegst du einfach, kannst du 2 mal eine Schaufel rausholen. Ja, wenn du quasi anstatt 2 Schaufeln, nee, du legst dann 2 Schaufeln einfach dahin. Ach, 2 Schaufeln reinlegen. Ja, hier ist Eisen, ne? Ja, warte, baue ich sofort ab. Ich hab eine Stone Pickaxe noch nicht benutzt. Ich hab... Jo. Ja, ich hab erstmal genug. Ja, auch ich hab jetzt 3 Stacks fast. Ich hab 2. Gucken wir erstmal, wie wir damit hinkommen. Jetzt machen wir... Guck mal, da sind die Tintenfische bei uns drin. Ja, können wir auch einsperren bei uns, ne? Können so einen Pool einfach da reinbauen. Mit Tintenfische. Ja, klar. Man kann sich auch nachher einen Eimer aus Eisen machen und dann einfach Wasser da rein in einen eigenen Pool bauen, weißt du? Man kann sich ja nachher Wasser überall hinpacken. Ja, und das geht ja auch nicht weg, das ist ja das Coole daran. Ja. Du kannst ja quasi einen eigenen Brunnen erstellen. Genau. Ach. Nein. Falsch. Ich habe übrigens mal geguckt wegen den Texturenpaketen. Da gibt es so Realistic Texturenpaket und keine Ahnung. HD, ja, es gibt tausende. Was passiert denn, wenn ich mir das runterlade? Hat das irgendeinen Einfluss? Nö. Ja, es ist halt rechenlastiger, ne? Jetzt ist das Spiel ja eigentlich nur von der Grafikleistung her, ja, es muss halt nur auf Entfernung berechnet werden, ne? Aber ich meine, das sind ja keine richtigen Texturen. Ich will jetzt noch nicht mal eine realistische Textur haben. Ich will einfach nur eine bessere. Kannst du mir da einfach nachher mal eine gute raussuchen? Irgendwie? Ich habe noch nie eine benutzt. Du hast sie gar nicht. Okay. Nee. Ich spiele immer mit dem normalen Minecraft. Ich finde das immer am coolsten. Ich stehe da voll drauf. Aber ich muss jetzt irgendwie wieder hier rauskommen. Ach, jetzt bin ich wieder hier reingesprungen. Ich Vollidiot. Nee. Ich kann jetzt hier einfach nochmal zu Ende bauen. Na. Es wird langsam. Ja. Und warum? Betonung liegt warum langsam. Machst du das so? Sollte ich das vielleicht auch so machen, wie du das machst? Wie denn so? Na, guck doch mal, wie ich das gemacht habe. Ich habe jetzt einfach nur schon mal das Fundament gelegt. Achso, ja. Du kannst das hier einfach in der Mitte wieder rausreißen, dann ist das da schon in dem nächsten Stand drin, weißt du, was ich meine? Achso. Dann geht das schon tiefer. Ja, ich dachte, ja, okay. Ja, das Wasser muss ja so oder so raus. Ja, ich leg dann erstmal fertig das Fundament hier. Ja. Du kannst dich ja darum kümmern. Ja, das Problem ist ja, das Fundament ist ja die Außenwand drumherum, weißt du, was ich meine? Und unten, also ein Fundament ist normalerweise, wenn du unten im Boden was verankerst. Das ist jetzt mehr
so eine Oberfläche schaffen, wo man drauf bauen klar. kann. Ich, aber es macht doch Sinn, wenn ich das bis zum Ende durchmache, oder? Naja, klar, genau. Dann kann ich hier wieder rausreißen, damit das Wasser weggeht. Aber wir müssen wieder schlafen gehen gleich. Scheiße. Schlafenszeit. Na, wegen mir können wir rübergehen. Jo. Ich muss mal wieder hier aus dem Wasser rauskommen. Sieht schon krass aus, wenn die Sonne untergeht. So, die Nachtruhe kommt. Ich muss sowieso nachher noch was an dem Ding verändern, an dem Haus. Also ich habe Bock auf Holzpfähle, weißt du, da reinzuziehen, aber die kann man immer noch außen anbauen. Muss mal gucken, was am besten aussieht. Ah, der war falsch. Meine Güte, das sind immer Falschsätze. Ach ja, wie viel. Du hast auch, du sammelst den ja quasi immer wieder auf, den musst du mir gleich mal geben, dann brauche ich nicht farmen. Ja. Da ist die Schaufel im Arsch gegangen. Ich brauche eine neue Schaufel. Mach dir doch direkt 3 Stück am besten. Ja. Ach, jetzt bin ich wieder da reingegangen. Also du hast schon 2 Reihen ausgehoben. So, Schaufel war wie? Holz, hast du die Stäbchen in die Kiste zurückgetan? Du machst einen Stein und darunter, also in der Mitte, ne, zwei Stäbchen und ein Stein reicht. Ja, da sind noch von den Dingen. Ja. So. Eins, zwei, drei und vier. So, also was meinst du, wenn ich die zusammen tue? Ja, wenn du jetzt 2 Schaufeln untereinander. Warte. Ah, ja. Dann kriege ich eine neue Steinschaufel raus. Ja, genau. Was ist, wenn ich die jetzt zusammenpacke? Auf jeden Fall ist die widerstandsfähiger jetzt. Hoffe ich mal, jetzt habe ich eine, die widerstandsfähiger ist. Mal sehen, ob das funktioniert. Oh, sieht ziemlich gut aus. Leute, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Achso, du musst drunter tauchen. Auf die andere Seite. Und dann, weißt du, das Wasser höher, dann kannst du da drauf springen. Ja, super, jetzt bin ich wieder drunter getroffen. Hast du geschafft? Auf die andere Seite tauchen. Nee, ich will sammeln hier nebenbei noch den Sand auf, den du da fallen lässt. Hier ist ja schon Stein hier unten. Ja, da habe ich hingebaut. Ich habe schon ein bisschen tiefer gebaut.
So. Das ist natürlich jetzt eine sehr eintönige Arbeit.